Guten Abend und willkommen bei Pro und Contra. Mit dem Dieselfahrzeug in der Stadt fahren, das könnte im kommenden Jahr vielleicht gar nicht mehr möglich sein. Umweltlandesrat Richard Theiner plant nämlich Fahrverbote für Dieselautos, falls die Luft bis zum 1. Jänner nicht bedeutend besser wird. Dazu einige Hintergründe. Ab 1. Jänner 2019 kann in den Südtiroler Gemeinden stufenweise ein Dieselfahrverbot eingeführt werden. Zunächst für Euro 3 Motoren. Sie kamen ab dem Jahr 2000 auf den Markt. Dann für Euro 4 und schließlich auch für Dieselfahrzeuge der Klasse Euro 5. Die wurden ab 2010 verkauft. Voraussetzung ist, dass die Belastung durch das Abgas Stickstoffdioxid noch immer über dem Grenzwert liegt. Der ist besonders hoch in einigen Wohnvierteln der Städte Bozen und Meran. Die Landesumweltagentur hat festgestellt, dass sich die Abgase vor allem an vielbefahrenen Straßen zwischen Häuserreihen ansammeln. Verursacher sind die Dieselmotoren. Sie treiben längst nicht mehr nur Nutzfahrzeuge an, sondern viele Personenkraftwagen. Und sie galten lange Zeit als vorbildlich, weil sie weit weniger Treibhausgas CO2 ausstoßen als die Benzinmotoren. Pro und Contra fragt, soll es in Südtirol ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge geben? Und zu dieser Diskussion begrüße ich jetzt den Generalsekretär der Freiheitlichen, Florian von Ach. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und den Bozner Gemeinderat der Grünen, Norbert Lantschner. Willkommen. Guten Abend. Herr Lantschner, steht es um die Luft wirklich so schlecht und wo? Der Maßstab, um die Luftgüte zu bewerten, sind die Luftreinhaltegrenzwerte. Die Europäische Union hat 2005 einen Katalog erstellt mit den einzelnen Kriterien für die verschiedenen Schadstoffe. Und wenn wir jetzt diese Schadstoffe unter die Lupe nehmen, dann fallen zwei Sachen besonders auf. Einmal der Feinstaub, das ist der sogenannte PM10 oder PM2,5, das ist der ultrafeine Staub. Und dann Stickstoffdioxid. Wir sprechen jetzt einmal über das Stickstoffdioxid. Da ist natürlich kritisch die Situation in Bozen und entlang der Verkehrsachse, der Brennerachse, dort haben wir sehr deutliche Überschreitungen, bis zu 50% über den Grenzwert, den die EU festgelegt hat. Der ist welcher? 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, jawohl. Und dieser Grenzwert gründet auf eine Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation. Also das ist keine Erfindung der Europäer, sondern das ist eine Vorgabe der Weltgesundheitsorganisation. Und wenn wir dann den Feinstaub hernehmen, hier wurde... Ich möchte den im Moment weglassen, ja? Kommen wir vielleicht später darauf zurück. Herr von Ach, was sagen Sie dazu? Ja, ich nehme diese Ergebnisse zur Kenntnis, keine Frage. Es gibt im wahrsten Sinne des Wortes noch Luft nach oben bei den Luftwerten. Allerdings, und da haben wir freiheitlich eine klare Position, sicher nicht mit diesen Maßnahmen, die der Landesrat Theiner nun angekündigt hat. Das ist Ankündigungspolitik, die zum Schaden eines großen Teils unserer Bevölkerung ist. 189.000 zugelassene Dieselfahrzeuge in Südtirol, in allen sozialen Klassen vertreten. Das sind Familien, das sind Handwerker, das sind Pendler, die auf das Auto angewiesen sind, trotz lobenswerter Fortschritte im Nahverkehr, die seien nicht geleugnet. Aber nach wie vor ist das Auto ein wesentlicher Bestandteil unserer Mobilität. Und hier werden diese schlichtweg kalt enteignet. Sie haben aber in einer Presseaussendung vor, ich weiß nicht, zwei Wochen ungefähr, auch diesen Grenzwert 40 Mikrogramm angezweifelt oder dagegen argumentiert. Richtig. Ich habe darauf hingewiesen, dass laut einer Bundesverordnung in der Bundesrepublik Deutschland an Arbeitsplätzen ein viel höherer Grenzwert zulässig ist und das offensichtlich nicht als gesundheitsschädlich eingestuft wird. Nämlich welcher Grenzwert? Das waren 400, es war wesentlich höher. Ich glaube 900. 900 sogar, also es waren glaube ich sogar 900. Ja. 900 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wie erklärt man sich diesen Unterschied, dass am Arbeitsplatz 950 Mikrogramm möglich sein sollten, aber auf der Straße draußen nur 40, Herr Lantschner. Der Grund ist ganz einfach. Der Arbeitsplatz ist etwas anders. Da arbeiten Menschen 8 Stunden am Tag für 40 Stunden die Woche. Und der Maßstab ist ein gesunder, erwachsener Mensch. Hingegen die Luftgüte, natürlich muss auch Menschen schützen, die schwächer sind. Das sind die alten Menschen, das sind die Kinder, das sind die Schwangere. Menschen mit Vorbelastungen. Und somit gilt also ein wesentlich niedriger Grenzwert. Und nochmals, das möchte ich unterstreichen, es ist ein Grenzwert von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen. Es sind dann andere Länder, die sogar noch strengere Grenzwerte haben, zum Beispiel eben Kalifornien. Ich glaube, Deutschland, ich habe mich da informiert, das deutsche Bundesumweltamt
dass in also normalen Arbeitsplätzen auch 60 Mikrogramm akzeptiert. Die wollen das zwar ändern auch wieder, aber bisher galten da 60 Mikrogramm. Und 8 Stunden sich aufhalten irgendwo ist ja nicht wenig. Ja, wie Paracelsus sagt, allein die Dosis macht das Gift. Das heißt also, ausschlaggebend ist die Konzentration und die Exposition. Aber nochmals, es geht Menschen, die wir schützen müssen, die sind die Schwächeren in unserer Gesellschaft, Menschen mit Vorbelastungen. Und es ist nachweislich heute nachgewiesen, es gibt also viele wissenschaftliche Studien, dass also diese Belastung zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt, zu Atemwegserkrankungen und natürlich auch zu Krebserkrankungen. Und diese Menschen muss man schützen. Die leben zum Beispiel in einer Einfahrtstraße nach Bozen, wo eben viel Verkehr ist. Ist das nicht ein gutes Argument für Dieselfahrverbote? Nein, ist es nicht. Denn wenn wir anschauen, was Landesrat Deiner angekündigt hat, so fällt sofort ins Auge, dass von diesen ganzen Dieselfahrverboten zum Beispiel die größte Emissionsquelle, nämlich die Autobahn, die Brennerautobahn, von vornherein ausgenommen wird. Für mich ist das unverhältnismäßig. Denn wenn man hier wirklich nachhaltige Luftverbesserung durchführen müsste, müsste das grundsätzlich überall gelten. So hingegen, nachdem das Land Südtirol über die Brennerautobahn keine Kompetenzen hat, wird hier mit dem Holzhammer auf den Restbereich eingedroschen zum Schaden der Bevölkerung, ohne das Ziel zu erreichen. Zudem muss ich noch hinzufügen, Herr Lanschner, mittlerweile leben wir auch in Zeiten eines technischen Fortschrittes. Ich kann mich noch gut erinnern, dass zu meiner Zeit in der Mittelschule hieß es immer vom sauren Regen, wenn ich zur Matura kommen werde, werde ich niemals Vögel mehr hören auf den Bäumen. All dies hieß es damals im fernen Jahr 1988, als ich die Mittelschulprüfung gemacht habe. Zu meiner Maturaprüfung gab es sowohl noch Vögel und der saure Regen war auch kein Thema mehr. Es gibt technischen Fortschritt. Diese Brachialmethoden, die hier angekündigt werden, sind meines Erachtens überzogen und Hysterie, wie es im Einspieler schon angeklungen ist. Was sagen Sie dazu, Herr Lanschner? Es gibt heute noch Vögel und es ist Gott sei Dank kein flächendeckendes Waldsterben, weil es eben Luftgrenzwerte gibt, weil es eben Maßnahmen gab von der Europäischen Union für Begrenzung in der Industrie und es gibt natürlich auch Grenzwerte für die Fahrzeuge. Man muss daran erinnern, vor 100 Jahren gab es die ersten Autos, die vom Fließband liefen in den USA. Dann versuchte man diese Motoren, diese Verbrennungsmotoren zu zähmen mit Technologien wie den Drei-Wege-Katalysator, wie den Rußfilter. Das sind eindeutig Verbesserungen. Aber hier wird die Luft dünner. Das heißt also, hier hat man weitgehend das ausgeschöpft. Und dann hat man jetzt festgestellt, dass getrickst wurde, dass diese großen Industrien einfach Autos präpariert haben, dass sie in einem Fahrzyklus den Test bestanden, aber auf der Straße im Realverkehr völlig andere Schadstoffe produzieren. Auch ich glaube, es gibt keinen Zweifel, ein Dieselmotor entlasst hinten keine saubere Luft, es gehen Schadstoffe hinaus. Und diese Schadstoffe sind viel höher als... Also das ist klar, dass Autos Schadstoffe ausstoßen. Ja, aber und beim Benzin und Diesel, der Diesel ist 10-fach höher in der Belastung als der Benzin. Auch die CO2-Bilanz zum Beispiel, wie auch im Einspiel angeklungen, ist zum Beispiel beim Diesel besser. Also mir scheint hier durchaus, dass hier auch politisch gesteuert, gerade weil es diesen Dieselskandal, auch Dieselgate bekannt, diesen Dieselskandal gegeben hat, hier jetzt mit voller Wucht auf die Diesel losgegangen wird, so wie es in der Vergangenheit verschiedensartig in verschiedenen Bereichen, gerade in dem ganzen Umweltbereich, der Fall war. Und ich sehe das einseitig. Hier werden von vornherein wird Volksvermögen, das Vermögen unserer Bürgerinnen und Bürger, verbrannt mit einem unsicheren Ergebnis. Und die Politik, muss man noch dazu sagen, hat ja bisher den Diesel gefördert durch geringere Steuern beim Kauf, glaube ich, oder bei der Jahressteuer und auch durch den verbilligten Treibstoff. Die Menschen haben damit ihre Rechnung auch gemacht. Und wenn man jetzt sozusagen sagt, ja, ab nächsten Jahr dürft ihr nicht mehr fahren, das ist doch eine Enteignung irgendwie. Es gibt große Versäumnisse in der Politik, denn der Diesel wird seit vielen, vielen Jahren in der gesamten EU gefördert, zum Unterschied anderer Länder wie China oder USA, wo der Diesel fast keine Rolle spielt. Es ist aber auch ein großes Versäumnis der Industrie, denn man weiß also, dass seit Jahren das getrickst wurde und auch da die Politik nicht reagiert. Also man weiß heute, der Diesel ist ein Auslaufmodell, der Diesel ist eine Sackgasse, ist ein Verbrennungsmotor und es gibt heute moderne Technologien, die also mit Null Emission fahren. Also hier ist ein Umstieg notwendig. Europa hat wahrscheinlich den Zug verpasst oder ist in großer Verspätung, wenn man heute schaut, dass Weltmarktführer bei der E-Mobilität China ist.
Also es fehlen viele Hausaufgaben. Auch in Italien seit 2001 ist angekündigt ein nationaler Mobilitätsplan. Heute schreiben wir das Jahr 2018, den gibt es immer noch nicht. Aber den gibt es auch nicht auf Landesebene. Das heißt also, ein Fahrverbot, das teile ich ohne weiteres, 2019 in Jänner, das ist keine Politik, das ist ein Flickwerk. Man braucht eine langfristige Strategie für eine nachhaltige Mobilität. Und dann braucht man natürlich auch einen Exit-Plan, eine Strategie, wie ich von dieser alten Technologie, und da spreche ich von den gesamten Verbrennungsmotoren, wegkomme. Aber die Menschen müssen sich darauf einstellen können. Und das heißt also, ich muss es einplanen können. Aber Sie sagen, der Diesel muss von der Straße. Also das ist Fakt. Ihrer Meinung die Richtung. Die Schadstoffe, die rauskommen, die kann man messen, die sind nachweislich vorhanden. Und gerade eine neue belgische Studie hat gezeigt, dass man also im Urin der Kinder Schadstoffe nachgewiesen hat. Das heißt, wer in der Nähe von viel belasteten Straßen wohnt, der ist einfach gefährdet. Und da gebe ich auch recht, die Brennautobahn, das ist wirklich das größere Problem als für ein PKW-Diesel, der ein paar Kilometer im Land fährt. Also man muss schon alles im Auge fassen. Der Diesel, ein Auslaufmodell, sagt der Herr Lanschner? Ja, das kommt drauf an. Schauen Sie, Herr Lanschner, Sie sagen E-Mobilität. Ja. Meines Wissens sind diese Modelle derzeit noch nicht ausgereift, zumindest noch nicht ausgereift zu dem Punkt, dass sie wirklich die derzeitigen Motoren, Verbrennungsmotoren, Diesel und Benzin ersetzen könnten. Wir sind auf das Auto angewiesen. Ich bin sehr für Umweltschutz, teile auch die Befürchtungen und teile auch die Ziele einer verbesserten Luftqualität. Allerdings muss es lebensnah geschehen. Wir sind mittlerweile in einer Gesellschaft angelangt, das ist eine moderne Gesellschaft, die auf das Auto angewiesen ist, viele Menschen. Wir können nicht mit diesen Haruk-Aktionen denen schlichtweg das Auto enteignen. Ich bin selbst Dieselfahrer. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass das mal ein Statement werden würde. Ich bin Dieselfahrer. Ja. Und kommen wir zur Frage. Ehrlich gesagt, ich finde das, bin deswegen auch sehr verärgert, auch persönlich verärgert. Ich fahre Euro 5 im Übrigen, Schadstoffklasse 5, habe also eine Gnadenfrist bis 2023, wobei diese Gnadenfrist auch zu hinterfragen wäre, denn schon allein durch diese Ankündigungen vom Landesrat Deiner mit Pauschalverboten wird zum Beispiel der Sekundärmarkt, also der Gebrauchtwagenmarkt, massiv beschädigt. Ja, und damit möchte ich zur Frage kommen, was sollen die Leute tun, die jetzt zum Beispiel einen Diesel der Euro-Klasse 3 haben und dann Anfang Dezember nicht mehr fahren? Ja, Herr Kollmann, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel dafür zu sorgen, dass eben die Kräfte gestärkt werden im Herbst, die den gesunden Menschenverstand noch walten lassen und diese Haruk-Aktionen dezidiert ablehnen. Das wären zum Beispiel wir Freiheitlichen. Das wäre eine Möglichkeit. Als Wahlkampf wollen Sie kandidieren? Werbung in eigener Sache ist immer erlaubt. Das entscheidet der Vorstand zur gegebenen Zeit. Kandidieren Sie übrigens für die Grünen? Ich glaube, die Menschen wollen saubere Luft haben. Und das eben keinen nur gefunden. Da sage ich, wünsche mir eine verschmutzte Umgebungsluft. Ich wünsche aber mir konkret, einen Euro 3 Diesel. Ja. Was soll der jetzt machen? Der in Bozen wohnt Die Diskussion ist schon überholt, Euro 3. In Rom wurden schon Euro 6 Dieselfahrzeuge stehen gelassen, weil also durch den Smogalarm die Städte gezwungen sind, die Bürgermeister gezwungen sind, Maßnahmen zu setzen. Es geht um den Gesundheitsschutz. Und wenn alle Maßnahmen bisher versagt blieben oder nicht die gewünschte Wirkung erbracht haben, dann müssen diese Fahrzeuge eben zum Stehen gebracht. Euro 5 und Euro 6, das heißt, das ist ja schon in Mailand gewesen, in Turin gewesen, in Rom gewesen. In Deutschland waren es wahrscheinlich 70 Städte. Was sollen Sie machen ab 1. Jänner, wenn das kommt, das Fahrverbot? Es ist schon angekündigt worden, also viele europäische Städte, Kopenhagen, Angst, aber ich leben in Bozen und wir leben in Südtirol und ich sehe nicht ein, ich sehe hier wieder diesen Versuch von einem scheidenden Landesrat, sich ein Denkmal zu setzen. Ja. Und auf der anderen Seite wieder mal dieser dauernde Bestrebung, immer der Musterschüler zu sein. Also wenn wir anschauen, Österreich, Österreich lehnt Dieselfahrverbote durch den freiheitlichen Infrastrukturminister Norbert Hofer dezidiert ab. Bayern lehnt Dieselfahrverbote, pauschale Dieselfahrverbote durch die CSU-Regierung dezidiert ab. Und was machen wir? Wir machen es umgekehrt. Wir machen also uns eine Insel der vermeintlich Seligen, indem wir überall immer Klassenbester sein müssen. Völlig ungeachtet sämtlicher Probleme, die das mit sich bringt. Und wie wir beide ja gemeinsam feststellen konnten, mit überaus unsicherem Ergebnis. Wer sagt, dass diese Holzhammer-Methode überhaupt zum gewünschten Ergebnis führt, wenn die Brennautobahn ausgeschlossen bleibt?
Die Freiheitlichen, glaube ich, in Österreich sind auch dafür einzuführen, wieder das Rauchverbot abzuschaffen. Das heißt also, das Rauchen wird dann wieder in den öffentlichen Lokalen. Aber nicht sprechen wollen in dieser Sendung. Ja, ich will nur sagen, also im weitesten Sinne natürlich auch mit Emissionen zu tun, aber es sind auch Schadstoffe. Ich möchte wieder zurück zu den Bürgern. Wären Sie dafür, würden Sie fordern von der Landesregierung, die da ja jetzt maßgebend tätig ist, die das übrigens auch beschließen muss, was der Herr Theiner angekündigt hat, wären Sie dafür, dass die Landespolitik Beiträge zahlt an Menschen, die sich jetzt ein anderes Auto zulegen müssen, weil sie mit ihrem Euro 3 Fahrzeug nicht mehr fahren können. Und wie viel sollte das ausmachen? Es soll kein Flickwerk sein. Wir brauchen einen Mobilitätsplan, wo also ganz klar die Ziele festgeschrieben werden, vom Vermeiden, Verlagern und umweltschonende Fahrzeuge zu fördern. Wir haben sehr vieles gefördert, wie den Eco-Bonus, wo man auch die Gebäudesanierung fördert. Wichtig ist, dass man den Menschen heute die Information gibt, auf was sie sich einstellen müssen. Wenn heute die Menschen wissen, dass ab 2024 oder 2025 die Dieselfahrzeuge ausgesperrt werden von der Stadt, dann wird keiner hergehen, wer heute einen Diesel kaufen. Ja, richtig. Das ist auch richtig, dass ich das planen kann. Sehen Sie, denn, sie haben jetzt meine Frage aber nicht beantwortet. Wären Sie dafür, dass die Landesregierung aus dem Topf des Landes Beiträge zahlt an Menschen, die jetzt möglicherweise mit ihrem Euro 3 Fahrzeug im Bozen nicht mehr fahren können? Für die öffentlichen Fahrzeuge sollen ausgebaut werden. Aber nicht für den Einzelnen, der sich ein neues Auto zulegen muss. Das wird heute schon gemacht, zum Beispiel bei den E-Fahrzeugen. Aber das müsste natürlich verstärkt werden. Das heißt, die E-Mobilität muss natürlich ausgebaut werden. Italien verschlaft wieder den Zug, denn in Europa, in Brüssel liegen Millionen Euro bereit für die Ladestationen. Italien unter ferner Liefen hat Zulassungen für die E-Fahrzeuge. In Norwegen zum Beispiel, über die Hälfte der zugelassenen Fahrzeuge sind Elektrofahrzeuge. Also Sie sagen, Beiträge nur, wenn man sich ein Elektrofahrzeug kauft. Nur ein Null-Emissionsfahrzeug. Wie sehen Sie das mit den Beiträgen? Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, lehnen wir mal diese Dieselfahrverbote ab. Ja. Also meines Erachtens braucht es dann auch keinen Beitrag, weil es das Problem in dieser Form nicht stellt. Es wird eine Erneuerung des Verbots. Wenn das Verbot kommen sollte, wir werden uns auf allen Ebenen dagegen wehren, sollte das Verbot kommen, dann werden wir sicher soziale Abfederungsmaßnahmen einfordern, wie zum Beispiel jetzt einen Beitrag, ich würde das eher landläufig als Abwrackprämie bezeichnen, dass man praktisch mal das Alter eingibt, dass man eine Prämie bekommt. Das auf alle Fälle, weil man kann nicht die Menschen kalt enteignen und das, was sie sich von ihrem Ersparten geleistet haben, nämlich ein Auto, schlichtweg mit einem Federstrich enteignen. Beiträge nur für Elektroautos? Nein. Auf keinen, also auch wenn man einen modernen wenn man Diesel den, kauft, sagen wenn, sie. Wenn wirklich diese Holzhammer-Methode durchgeht und die Diesel werden ausgesperrt, dann darf es diese Abwrackprämie oder diesen Beitrag, wie Sie es nennen, nicht für Elektroautos geben, sondern für die Eingabe des alten Diesels. Das wäre es. Egal, also das Auto. Zielobjekt soll sein, das eingegebene Auto, wenn überhaupt, wie gesagt, wir lehnen es grundsätzlich ab, aber wenn überhaupt das eingegebene Auto und nicht dann die Menschen, das ist eben wieder ein Unterschied, Herr Landschnatt, zwischen den Grünen und den Freiheitlichen. Wir möchten den Leuten nicht zwangsweise immer vorschreiben, wie sie zu leben haben, um was gut und was schön ist. Sondern wenn diese Beschränkung kommt, möchten wir sie wenigstens abfedern, aber nicht daran binden, dass dadurch ein Elektroauto angeschafft wird, das unseres Erachtens derzeit noch nicht in der Lage ist, die Mobilität vollkommen zu ersetzen. Das ist ein Aufruf, die Luftgrenzwerte nicht zu beachten. Das sind Grenzwerte, die die EU festgelegt hat. Italien riskiert ein Strafverfahren vor dem Strafgerichtshof in Brüssel, weil sie seit Jahren diese Grenzwerte verletzt. Seit 2009, 2013. Als Jurist und Anwalt kann ich Ihnen sagen, es gibt eine gewisse normative Kraft des Faktischen. Also diese Grenzwerte hält in Deutschland kaum eine Kommune ein, die vom Verkehr belastet ist, in Österreich genauso. Und in Italien, nehme ich an, ist die Situation genauso. Aber sie haben also gehört, das Vertragsverletzungsverfahren, wissen Sie, ich meine, da gab es schon ganz andere Sachverhalte, wo kein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wurde. Aber es geht um den Schutz der Gesundheit. Lassen wir den Schutz der Gesundheit, richtig. Der Schutz der Gesundheit ist wichtig, keine Frage. Was wir allerdings sagen ist, muss es mit diesen Holzhammermethoden sein? Ist es notwendig, das ab sofort jetzt durchzuführen? Sind nicht längere Laufzeiten von Nutzen? Wenn Sie schauen, seit die Regierung Merkel mit ihren sehr ehrgeizigen Klimazielen hat jetzt sang- und klanglos im Koalitionsprogramm kassiert,
und von kompletter Autarkie und grüner Energie und so weiter ab 2020 bzw. 2030 ist nicht mehr die Rede. Das ist ein eigenes Frage, Kapitel, ob man die Autos Deutschland setzt auf Kohle, nicht auslaufen lassen soll. Ne? Dass man sagt, also gut, ein Euro 3 Diesel, der ist möglicherweise im Jahr 2000 auf die Straße gekommen. Das sind jetzt 18 Jahre her. Allzu lange wird der nicht mehr fahren. Und ähnlich geht es dann bei Euro 4, Euro 5. Und so weiter. Und es soll ja diese Technik geben, oder es gibt sie, moderner Diesel, wo also Harnstoff eingespritzt wird, ich glaube sogar einen Auspuff, ich weiß es nicht mehr genau, und der dann das Problem mit den Stickoxiden nicht mehr hat. Das wäre doch auch eine andere technische Nochmals, Lösung. Ihren vorhin schon erwähnt, es sind europäische Städte, die dabei sind, dieses schrittweise Verbot einzuführen. Wenn heute einer weiß, dass ab 2025, das sind 7 Jahre, das heißt, einer kann sich einstellen auf Erneuerungen, auf einen Wechsel. Die Europäische Union fördert ja diese erneuerbaren Energien und diese neue Technologien auch. Wichtig ist aber, dass man den Menschen die Formation gibt. Man kann nicht den Kopf in den Sand stecken und tun, als ob alles bestens wäre. Der Diesel produziert Schadstoffe, die sind extrem gesundheitsschädlich, das wissen wir und dann müssen wir handeln. Und das ist natürlich ein Unterschied, wenn wir das in einem Ballungsgebiet haben oder in einem ebenen, offenen Gelände, wo wenig Fahrzeuge unterwegs sind. Und natürlich bin ich der Überzeugung, dass man nicht jetzt in Bozen den Diesel aussperren kann, solange auf der Autobahn 5 Millionen Lkw vorbeidonnern. Das heißt, also prioritär hat natürlich absolut, dass man auf der Autobahn den Verkehr, den motorisierten Verkehr drastisch reduziert. Apropos andere Quellen, also nehmen wir mal an, dieses Dieselverbot kommt tatsächlich, vor allem in Bozen, und dann kommt der nächste Weihnachtsmarkt. Ja, glauben Sie, dass dann die auch ausgesperrt werden, die da zum Weihnachtsmarkt kommen? Kann ich mir schwer vorstellen. Und ehrlich gesagt, wenn man jetzt auch den Wirtschaftskreislauf anschaut, ist es wahrscheinlich auch nicht sehr wünschenswert. Was glauben Sie, wie dann in der Situation, wir wissen, dass da ganz viel Stickoxide gerade in der Zeit in Bozen auftauchen? Das Kriterium muss einfach der Schutz der Gesundheit sein und entsprechend müssen die Maßnahmen greifen. Es gilt, den öffentlichen Verkehr auszubauen. Es gibt Alternativen, wie zum Beispiel die Trambahn in Bozen, die kann wirklich den Pendelverkehr stark reduzieren. Aber darf man keine Zeit mehr verlieren, sondern man muss schnell und dringend handeln. Man muss natürlich auch die öffentlichen Verkehrsmittel verbessern. Die meisten gehen mit Diesel. Das ist natürlich kein gutes Vorzeigeobjekt, wenn also die öffentliche Hand nicht mit gutem Beispiel vorangeht. Also wir müssen einfach diese neue Technologie wirklich vorantreiben. Herr von Ach, Sie haben in einer Presseaussendung eben auch gesagt, dass Sie sich schützend vor die Landsleute stellen werden. Die Dieselbesitzer in dem Fall gemeint. Wie wollen Sie das tun? Sagen Sie jetzt nicht wieder die Landtagswahlen. Was tun Sie, wenn die Freiheitlichen doch in der Opposition sind? Ja, wir werden dann alle Möglichkeiten, die uns die Opposition bietet, ausschöpfen, um gegen dieses Dieselverbot stumm zu laufen. Selbstverständlich, wenn es wird ja eine demokratische Wahl sein, wenn die Linie von Herrn Landesrat Deiner vom Wähler bestätigt wird, dann ist das auch zur Kenntnis zu nehmen. Wir werden trotzdem dort weitermachen und versuchen, hier das Schlimmste abzuwenden. Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Kommen und für die interessante Diskussion. Der Herr Landschner sagt also, der Diesel und auch der Verbrennungsmotor wird wahrscheinlich langsam verschwinden. Sie sind da nicht überzeugt und sagen vor allem, es muss, wenn, dann also so gestaltet werden, dass nicht die Menschen, die Autobesitzer, draufzahlen. Richtig. Morgen können Sie uns Ihre Meinung sagen im Radio, und zwar nach den 13 Uhr Nachrichten. Da ist nämlich das Mittagsmagazin Spezial und Sie erreichen uns unter der gebührenfreien Nummer 83x0 144 77. Einen schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal bei Pro und Contra. Auf Wiedersehen.